Also nach dem Start geht's erstmal geradeaus weiter auf Karuso 000 und wir steigen. Und zwar unter die Wolkendecke. Wir starten auf Startfreigabe. 3, 2, 1, Rakete. 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 Nach dem Start dann Kurs halten. 09 Atta und wir steigen unter die Wolkendecke. Solo. 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 09 Atta liegt an. Ich steige. Fliegen heute Frontpatrouille. Wir warten, ob irgendwelche Schlachtflieger oder Bomber über die Front kommen und die gehen wir dann gezielt an. Okay, und rechts bin ich. Genau auf deinem rechten Flügel, also auf 3 Uhr. Ach da, war dann ziemlich weit vorne wieder. Hat er wieder eine polierte Kiste gekriegt, wa? Immer! Junge, Junge, Junge. Deine Warte, Junge. Daimler-Benz 605 DC. Ja, mein Wart, ich teile mir einen Wart mit so einem Erich. Junger Bube. Bimmel heißt der Wart. Bimmel, ja. Kenne ich irgendwoher den Namen. Ja? Guter Mann. Wir haben Kontakt hinter uns. Achtung, wir haben eine weite 6. Okay. Jens, hinter dir ist eine weite 6. Gefechtsleistung nicht ausbrechen, Victor? bei mir bleiben. Gefechtsleistung und mit mir Gleich. steigen. Mit mir steigen. Gleiche Höhe, der dreht es über links weg. Habt ihr das gesehen? Habt ihr den? Über Na, links. nein. Ich sehe, ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Bleibt an mir Eins. dran. Bleibt an mir dran. Der kommt gleich. Ja, bleib an mir dran. Ah, jetzt bist du. Hier muss ich mit Gefechtsleistung ein Schön bisschen. an mir dran bleiben. Gefechtsleistung Ja. 1, 3 hat er. Ich habe ihn noch nicht erkannt. Keine Gefahr im Moment, alles gut. André, von dir aus gesehen, wo ist er? Den jetzt nicht mehr. Steffen, kann das sein, dass er weggestürzt ist? Ja, der ist. Ob er bei mir hinten irgendwo ist. Gefechtsleistung halten. Victor. Also ich sehe ihn bei mir nicht mehr. Wir steigen weiter. Ja, vergiss es. Fix, 3 Uhr tief. 3 Uhr tief, bei mir bleiben, Gefechtsleistung. 3 Uhr tief, ich bin dran. Bin noch so weit weg, auf macht nichts. Also. Gefechtsleistung. Gefechtsleistung halten. Jetzt genau unsere 3 Uhr über der Wolke. Weiter steigen. Ordentlich Geschwindigkeit halten. Komm nicht hoch, wir schaffen ihn nicht. Eine MiG bricht aus nach links. Die anderen bleiben die anderen fliegen geradeaus weiter. Steigen uns hinterher. Ah, ich hab's auch erkannt. Gut. Ich noch nicht. Ich sehe Schön. 4 Stück. Entweder das Nee, eine. es sind doch 4. Es sind 4, stimmt. Noch nicht. Aber ja nicht. 4 Uhr, unsere 4 Uhr. Jetzt gehen Sie hinter uns ein, Steffen. Ach da, unter mir, genau unter mir. Ah, Ja. na toll. Wir ziehen sie weiter hoch. Ja, jetzt haben sie die Energie verloren. Jetzt kippe ich an. Achtung, wir steigen danach wieder hoch. Boom and Zoom, Leute. Achtung, Ampulle. Ich habe einen aufs im Einzelnen auf 6 bei Steigt mir. danach wieder hoch, steigt danach wieder schön Okay, hoch. gut. Ah, verdammt. Wow. Keine Treppe im Ziel, ich steig wieder. Ich habe verrissen, bin ins Trudeln gekommen, ich habe richtig verloren. Er kriegt eine 6 von uns. Das bin ich bestimmt, oder?
Jens, hier, Achtung, abbrechen, abbrechen, akut, akut, akut. Ja, 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 ja. Okay, die Kurbelei geht los, jetzt alles nix, wir müssen Jens hier da rausholen, Steffen. Geh ich rein. So tief. Ja, ich rein. Bin... Jens, versuch aber über... Deine 6 ist frei, Jens. Alles klar. Über die... Nicht hart kurven jetzt, Geschwindigkeit verhalten, ne? Bin gerade an die vorbeigekommen. Ich hab einen weiten Verfolger, Jungs. Ich hab eine Mick auf 6. Steffen, ich zieh gerade eine Mick hoch. Ja, ich bin gerade beim Schauen. Ach, da hinten ist okay. Ey, ich fühle mich hier gar nicht zu Hause. Hier bricht mir viel schneller. Guck immer auf deine 6. Ja, ja, ich hab ich gerade gemacht, aber ich habe hier viel schneller Strömungsabriss als sonst. Kann das sein? Ja, aber wir so hoch fliegen, die Luft ist natürlich logischerweise wesentlich dünner. Ja. Mich geht einer von vorne. Ja. Okay, Alter. Steffen, bist du an mir dran oder bei Jens? Ich bin bei dir dran. Zwei Mix kommen jetzt unter mir durch. Ja, ich habe jetzt eine neben mir. Achtung, ich nehme die mir. Ich gehe da mal kurz ran. Ja, ich greife ebenfalls an. Hab eine Mix vor mir. Treffer, Abschuss. Oh, Horido. Sauber, Steffen. So, Jens, ich brauche deine Position. Boah, das war knapp, Junge. Wir hatten gerade ein Kopf-an-Kopf-Duell. Okay, bist du oberhalb der Wolkendecke? Ja. Okay, ich hab dich. Sie ist frei. Hab dann noch eine Mick. Wer schießt gerade? Frage. Ich. Ich hab geschossen. Okay. Steig wieder hoch. Ich hab da was über der Wolkendecke. Ich hab nämlich etwas unter der Wolkendecke. Ich geh dir gerade nach. Verdammt, die ist mir entgegengekommen. Ja, ich sehe dich, Jens. Irgendeiner trudelt da gerade runter, ne? Ich glaube Feind. Das ist der Feind. Da vorne ist. Er geht gerade einer über Rolf. Jensi, ich komme gerade von meiner 3 Uhr auf dich rein. Das bin ich. Ja. Achtung, da wird geschossen. Bin das. Und kriegst du sie? Ja, klar. Ich hab sie schon getroffen. Schön. Die wieder hoch. Ich bin gerade hinter einer. Ja, ich sehe das, Jens. Seid ihr unterhalb der Wolkendecke? Frage. Die stürzt runter, die stürzt runter. Ja, ich stürze nach. Ich hab dich. Du bist oberhalb der Wolkendecke. André? Ja, ich bin auf deiner Höhe. Ja, ich hab dich. Jens schießt in der Wolkendecke unten. Ja. Okay. Das war dumm. Ich hab einen Einzelflieger unter dir, den kannst du holen. Pass auf, ich gehe ihn an. Geh mal hoch, dass ich sehe. Ach, da kommt der Mick rein. Kommt der Mick rein. Wer schießt? Ich hab geschossen, der Mick. Nimm sie dir. Ja. Ist er entgegengekommen, ne? Ja, ja, die ist entgegengekommen. Das ja, ist die Einzelfliege, die Ass sein. Ich bleib oben, wenn du reingehst. Bist du ja dran? Ich hab eine angeschossen, dran, aber das schaffe ich nicht. Scheiße, Mann. Jens, jetzt doch, ich bin dran, Steffen. Warte. Geh rein, warte. Jens, ich hab hier eine Mick, die habe ich schon rauchend geschossen. Ja, sauber, bleib dran, Jensi. Ja, mach wir ich. Wir binden die anderen Micks hier oben. Ich geh rein. Ich bin schon dran, Steffen, ich bin 200 Meter dahinter. Okay, dann bin ich hinter dir. Gut, hol sie dir. Scheiße, jetzt ist er in die Wolken. Ach, da vorne ist er. Schöne Treffer. Treffer. Du bist frei. Hey. Ja. Kann ich übernehmen oder gehst du rein? Ich bin noch dran, alles gut. Okay, alles klar. Ich bin mal gefallen. Jens, guck mal auf unsere 6. Wenn wir frei sind, geh runter zu Jensi. Ja. Also eigentlich fühle ich mich jetzt hier nicht so, als wenn ich Hilfe brauche. Ja, gut, dann lass uns erstmal über die Wolken steigen. Das sind 1, 2, müssten jetzt 3 Stück raus sein. Jensi, das ist die 4. Ja.
Ist abgesprungen, Abschuss. Beruhigung. Ich sehe den Schirm, alles klar. Ich bin jetzt hier über der Wolkendecke. Ebenfalls. Verdammt, der Bastard ist verdammt schnell. Ja, aber du bist schneller. Welche Richtung fliegst du ungefähr ab? Lass mal der Oberhalb folgen. 46 Grad. Alles klar. Wie viel Grad? 048. Wir sind unter der Vektor. Wolkendecke. Ganz knapp. Bist du bei mir in der Nähe? Weiß ich nicht. André meine ich. Ich bin oberhalb der Wolkendecke. Ich bin auch oberhalb der Wolkendecke. Ah, ich hab dich. Ich komm zu dir. Ich bin auf deiner 11, 1 Uhr, 2 Uhr. Ich komme jetzt rechts von dir rein. Vektor, und Jensi, du bist unterhalb der Wolkendecke oder was? Ja, 046 Kurs. 1700 oder 2700? Okay, komm, Steffen, wir drücken an, gehen runter, wir suchen ihn. Ja. Okay. Ich bin immer noch auf 1,3 Atta, Steffen. Ja, ich sehe dich, ich bin ein bisschen weit weg, aber jetzt durch die Wolke durch, okay? Ja. Und wir bleiben unterhalb der Wolkendecke? Der ist am Abbauen, der Wichser, aber ich komme nicht dran. Ich habe auch schon so viel Notleistung gegeben, ich will nichts mehr riskieren. Nix schon wieder über Perisch. Vielleicht ist das die ich verfolge. Ja, das könnte sein, dass es die ist. Nein. Ich habe dich jetzt verloren. Ich bin unterhalb der Wolkendecke. Bin genau da drunter, Steffen. Auch. Ich fliege Kurs 073. Ich 066. Ich rufe Jensi. Links von mir. Ich gucke auch gerade. Jensi, fliegst du immer noch den gleichen Kurs? Kurs 048 die ganze Zeit. Wir sind schon auf 1900. Der hat auf jeden Fall Angst, Junge. 1900, wir fliegen gleich über einen Fluss drüber, aber einen dünnen Fluss. 48 Grad fliegst du. 46 Grad, ja. Wir fliegen über einen dünnen Fluss drüber. Mit ganz vielen kleinen Flüssen drin und einem Wald. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei dem Flugfeld in 1515. Ey, ich will auf jeden Fall, dass der vor mir stirbt, aber... Ja. Da sind wir auf jeden Fall, Steffen. Treffen wir uns über den Platz? Dann links von uns ist Pischerski. Vielleicht ist Steffen. Ich hab dich. Ich komm ran. Ich schieß jetzt gleich mal. Ja, schieß mit Maschinengewehren. Bring ihn aus dem Konzept. Bring ihn zum Kurbeln. Jens. Steffen, sein Kurs. Vektor zu ihm. Negativ zu dir. Ich hab dich gefunden. So. Ich komm zu dir. Ich hab ihn nicht. Meine Güte. Ich weiß genau, ich gebe noch 5 Sekunden Notleistung. Jensi, guck dich mal ganz kurz um und sag mir ungefähr, wo du bist. Das geht nicht, dann verliere ich den André, der ist zu weit weg. Ich fliege Richtung 047 und habe gerade einen kleinen Fluss überquert. Jetzt kommt die ganze Zeit kein Fluss. Siehst du am Horizont einen großen Fluss? Ich bin auf, keine Ahnung, 500 Hani. Nee, auf 200 sogar. So tief? Ja. Der verdammte Krüppel da vorne, Junge. Machst du Schrotte deinen Motor nicht, ne? Mach ich nicht, ich bin auf Gefechtsleistung. Wechseln schnell. Unten durften sie nicht so schnell sein, oben sind die ja. Eigentlich müsstest du sie kriegen. Die Mix waren die ersten reinen Höhenjäger, die da. Ja. Der zieht eine Ölfahne. Dann will der nach Hause. Ja. Kriegst du keinen Schuss auf hohe Entfernung hin, Jensi? Nee, krieg ich nicht. Habe ich schon probiert. Wie weit ist der weg? Der macht auch so ganz, ganz klein bisschen links, rechts. Ich würde sagen, der ist 800 weg. Ich habe auch schon die verschiedenen Visiermarken anprobiert, aber das Problem ist, der macht links, rechts. Wenn der. Dann komm zurück, dann lass ihn fliegen, Jens. Bevor du über die Front fliegst und der im nächsten Moment über seinem Heimatplatz ist. Ehrlich. Warte mal gerade. Geh das Risiko nicht ein. Komm zurück,
du kriegst irgendwann anders einen Abschuss. Versprochen. Kennst du das Zitat? Der qualmt ja schon, das ist das Problem. Dann lass ihn fliegen, dann geht er auch irgendwann runter. Aber geh das Risiko einfach nicht ein. Mhm. Steffen, wir steigen wieder. Jo. Nee, Steffen, weißt du, was wir machen? Wir fliegen nach 14.12 und gucken mal, ob wir noch irgendwas von irgendwelchen Bombern finden. Frage Victor? Victor. 1-0 Atta bin ich. Jensi, wenn wir die Bomber finden, leiten wir dich dahin. Du musst jetzt erstmal fransen und gucken, wo du bist. Ja, das ist kein Problem. Da machst du mir keine Gedanken um Koordination. Aber guck auch auf deinen Sechs, ja? Nicht, dass der umdreht und sich an dich ranhängt. Meine Frage, nee, das waren vier Mix. Das heißt also, drei fliegen sonst immer und die eine war ein Ass. Er wird langsamer ein bisschen, ja. Victor. Der momentan auf blauer Seite, richtig? Ich hoffe, dass er auf blauer Seite ist. Nee, wir jetzt. Ja, wir auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt eigentlich fliegen zurück. Gucken, ob wir hier zwei tief irgendwo rumwirbeln. Ja, oder irgendwas anderes, ne? Boah, du bist so schlecht zu erkennen, ey, in dem Schatten da mit deinem Skin. Das da vorne auf unserer 11 Uhr ist Pescherski, Steffen. Aha. Alter, dann sind wir gleich da. Ja, wenn wir der Straße hier vor uns Alter, folgen. Das darf nicht wahr sein, ey. Was ist nichts passiert, aber ich bin leer geschossen. Versuch auf jeden Fall jetzt zu entkommen und zu fransen. G270, ja. Steig über die Wolken, bleib auf Gefechtsleistung und setz dich ab da. Nicht, dass der umdreht und auf dich zukommt. Nee, der dreht ab. Okay. Ärger dich nicht, Jensi. Lieber so als tot. Naja, wir sind da so mal abgeflogen. Wo sagt man, wir werden jetzt noch verfluchen, die Karte, wo wir wissen, wo sind wir jetzt. Ja, das wird schon hinkriegen. Problem ist, ich habe nicht einmal aus dem Fenster geguckt. Den ganzen, wir haben schon wieder Mix da. Hast du gehört? Den ganzen. Aufpacken. Komm, aufpacken. Steffen, wir gehen gucken. Wir steigen aber. Ja. Jo, ich weiß, wo ich bin. Ich bin ein bisschen weiter. Ich bin bei 12.14.3. Wo soll ich hinkommen? 1-1 Atta, Steffen. Korrigiere 1-2 Atta. Noch keine Gefechtsleistung. Wir steigen hoch. 12.14.3, sagst du? Ja, bin ich ganz sicher. Oh, wow. Wow, da bist du ja echt weit nach Norden abgeglitten, wa? Ich bin die ganze Zeit 0,47 gefahren, das ist ja schräg hoch. Also, das war mein Fehler gerade beim. Ich bin ja fast beim Heimatflugplatz. Kann das sein, dass mein Motor kaputt ist? Wieso? Ich habe jetzt 1-2 Atta und da kommt das Zeichen rechts, dass ich auf Gefechtsleistung bin. Kann doch nicht sein, oder? 1-2 Atta ist Gefechtsleistung. Aha. Steffen. 1-1-5 Atta ist Dauerleistung. Entschuldigung. Hier kommt schon der blöde Mick jetzt. Ich bin jetzt in der Mitte von 12.14. Ja, wenn jetzt der Mick kommt, müssen wir rausstürzen. André, wo seid ihr denn? Formosin, immer noch. Ich weiß nicht, wo das liegt. Südlich von unserem Platz. Ah, ich erkannt, soll ich da hinkommen, aber ich bin unbewaffnet, ne? Ja, du kannst gerne da hinkommen. Ich bin lieber zu dritt unterwegs immer. Weil hier fliegt auch, wenn das Ass da vorhin nicht bei war, gondelt der hier auch noch irgendwo rum. Caruso von, Hanni von euch? Wir steigen jetzt hoch auf Hanni 4500 wieder. Victor. Sicher zu gehen. Minimum. Jetzt gleich Hanni 3000. Geht durch. Steigen wir die Blöden. Steffen, wir drehen über Rolf weg und steigen und kreiseln Schrauben und so. Siehst du mich noch? Ja, du bist 400 Meter vor mir auf meiner 1 Uhr. Victor.
Wir haben noch 200 Sprit. Ja, ich auch etwas weniger als 200. Jensi, ich kreise weiterhin über Pischerski, ja? Victor. Bin jetzt gleich auf Honey 5500. Ja, ich bin auf 3600 und hab Kurs auf euer Ziel. Ja, ich sehe in der Ortschaft aber nichts rauchen, ne? Ja, ich sehe einen von euch, sehe ich. Einen von uns siehst du? Im Moment sehe ich einen von euch, ja. Du siehst einen. Einen bis jetzt, ja. Habt ihr eine dichte Formation? Nee, eine offene. Ich bin etwas weiter hinter ihm. Ich sehe zwei. Ich sehe euch beide. Ich sehe euch beide. Ja, gut, Jens. Steffen, ja? Der Kontakt auf meiner 7, das bist du, ne? Ja, Victor. Ja, dann seid ihr das, dann seid ihr das. Weil wenn du 7 Uhr sagst und ich gucke mir das hier von unten an, dann passt das. Andre, ich müsste jetzt auf deiner ganz weiten, tiefen 7 sein. Ich gehe auf 07 Atta, Jens, kannst hochkommen. Ja, ich bin auf deiner ganz weiten, tiefen 7 und bei Steffen bin ich auf seiner tiefen 6. Er kann mich eigentlich nicht sehen. Ah, ich sehe dich. Du bist tief, ne? Ja, ich bin auf Honey 4200. Kannst du bitte mal ganz kurz einen Rolf Lieser machen? Ja, das bist du. So, Heimatplatz ist auf 12. Ja, 1 Uhr, 1 Uhr, ja. Genau, 12 bis 1 Uhr. Steffen? Ja? Jensi? Von mir aus könnt ihr auch zuerst runter. Hey, Jensi, geh du mal runter zur Landung. Ich und Steffen müssen auf Kurve andrücken. Steffen, 1, 2, Atta und runter. Ich gehe zuerst runter. Nee, wir wackeln an. Du kannst runter, Jensi. Ja, ich müsste gerade wissen, ich habe gerade jetzt die ganze Zeit wieder nicht aus dem Fenster geguckt. Auf 1 Uhr ist der Platz von dir. 1 Uhr? Ah, Victor, erkannt. Okay. Dass ich aber auch nicht an diese scheiß Mick rangekommen bin, gell? Das wundert mich mit der F4, aber gut. Vielleicht hast du ja deine Kühlerklappe noch offen gehabt. Ne, normalerweise, nee, in der Luft mache ich die ja nicht auf. Ich wacke. Angewackelt. Gut. Geh über links weg. Und ich gehe ebenfalls über Lisa weg. Lande, manchmal sehe ich, ne? Nein. Manchmal sehe ich die Kontakte so gut und manchmal. Du bist im Endteil, ne, Jensi? Ja, ich bin im Endteil. Ja, ich sehe dich. Achtung, ich komme gleich hinter dir rein. Victor? So, Jensi. Bin jetzt kurz vorm Fluss. Und kurz vom Einschlag. Auf 500 Meter. Im Endteil. Bleibst du auf der linken Seite, André? Links? Aufgesetzt. Ja, ich bleib rechts. Ja, dann bleib ich links. Soll ich rechts verlassen? Ja, ja, rechts verlassen. Ja, ja. Ich flieg zum rolle zum Tower, Turm. Jupp. Wo bist du, André? Bist du schon unten? Nee, da kommt hinter mir rein. Guck mal, ich bin gerade... Achso, ich hab gedacht, der wäre knapper an mir dran. Kongo! Tolle Landung, Steffen.
Da hinten steht Jensi. Ja, ich sehe ihn. Ich mache den Motor aus, ne? Zu mir hast du Platz. Motor aus. So,